Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast, Hugo. Wir hören wunderbare Musik bei uns zu Hause. Aber wir müssen eigentlich schon wieder los, weil wir haben ja jetzt den Safe aufgekriegt, ne? Das war sehr kompliziert, 1, 2, 3, 4, 5. Also ich als Sicherheitsexperte. Ja, wir haben jetzt das Foto von dem Mann, den wir suchen, der Kartograf. Und dann finden wir einen Nacktclub. Genau, im Saunaclub. Da müssen wir jetzt den alten Opa da fragen. Da habe ich meine besten Freunde alle da kennengelernt. Ach so. Dann fragen wir ihn mal. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ich habe das Foto. Ja. Was denn für ein Foto? Oh Mann. Na, das von Yen Wong. Ich sollte Ihnen doch ein Bild von ihm bringen. Mir? Kenne ich Sie überhaupt, junger Mann? Oh nein. Ah, warten Sie mal. Sie sind doch dieser Pilot. Oh nein. Das kann doch nur ein böser Traum sein, oder? Ja, ist schon gut. Verzeih einem alten Mann seine Späße, Jungchen. Na, dann gib mir mal das Bild. Ja. Bitte schön. Nimm und guck. Ja klar, den kenne ich. Sicher. Und wissen Sie auch, wo er jetzt wohnt? Ich hab dir doch gesagt, ich sag dir alles, was du wissen willst. Er ist ins Van Mui-Viertel gezogen und müsste in der Wing House Street wohnen. Vielen Dank. Das war's schon? Das war's schon. Die Hausnummer hätte Sie haben vielleicht mir sehr geholfen. Vielleicht kann ich mal was für Sie tun. Ach, das klingelt mal einfach los. Alles bis bald. Ja, bis bald, Peslock. Aha. Ja, mit Namen hat das wirklich nicht. Ach, guck mal. Ein neuer Punkt auf der Karte. Let's go! Lauf! Dann gehen wir mal dahin. So, Wans Haus. Sie. So. Das ist zum Glück das einzige Haus auf der Straße. Also schön, das muss das Haus sein, in dem Yen Wang jetzt wohnt. Ja, ich bin gespannt, weiß wie er reagiert, wenn er mich nach so langer Zeit wieder sieht. Aha, das ist also wenn Nian Xu recht hat, dann muss Wang in diesem Haus wohnen. Ich weiß, wo sein Haus wohnt. Ich lage dich krankenhaus. Mal sehen, ob ich hier Yen Wangs Wohnung finde. Tür. Auf dem Namensschild steht nicht Yen Wang, sondern Nian Xu. Ich störe diese Leute lieber nicht. Na gut. Schlau. Sehr gut. Fahrrad. Klau ihn's einfach. Es ist angekettet, damit Leute wie ich es nicht klauen können. Ja, das ist schade. Ein Kinderfahrrad. Es ist an der Wand angekettet. Kinderfahrrad auch noch. Was ist das denn hier? Eine Tür. Hier bin ich falsch. Ich sollte versuchen, die Wohnung von Yen Wang zu finden. Ja, das versuchen klopfen. Wir ja. Ist das denn hier? Ein Bambusstab. Den nehmen wir mit. Okay. Gut, dass das Fahrrad angekettet ist. Ich fasse ihn besser nicht an. Er würde wahrscheinlich zerbrechen, wenn ich ihn bewege. Okay. Der Blumentopf hat überall Risse. Das ist blöd. Dann muss der wohl hier wohnen, vielleicht. Okay, das hier scheint Jens Wohnung zu sein. Bleibt ja auch nichts anderes mehr. Jetzt sind wir aber bewaffnet, das ist immer gut. Ja, richtig. Oh, oh, hallo. Kim? Oh. Ich dachte nicht... Kim. Ja? Komm doch rein. Okay. Stunde jetzt ein bisschen, danke. Aber... Oh, war nicht leicht, euch zu aber finden. Aber das waren halt die Emotions, ne? Das war das Grund, dass sie von hier nach unten... Ja, das... Naja... Setzt das Gehirn schon mal ein bisschen aus. Ich weiß, das ist lange her. Ist Gehirn auch da? Du weißt es nicht? Was weiß ich nicht? Gehirn ist tot. Was willst du? Ich wollte eigentlich zu deinem Onkel. Warum? Wird das einfach hören? Ich möchte mit ihm reden. Warum jetzt? Wieso bist du nicht früher gekommen? Er hat so lange darauf gewartet. Hat er? Naja, ist er später als nie. Du kommst zu spät, Fenton. Onkel Wang ist vor ein paar Tagen gestorben. Oh nein. Nein. Doch, ganz plötzlich. Das kann ich. Das tut mir so leid, Kim. Oh no, Kim. Was tut dir denn leid? Dass du sein Vertrauen missbraucht und mit ihm seit über einem Jahr nicht geredet hast? Nein. Es tut mir leid, dass dein Onkel tot ist. Ich habe sein Vertrauen nicht missbraucht. Nee. Hast du nicht? Und wie nennst du das? Weißt du, was das furchtbar. Für eine Stimme du ist? Uns nie von, dieser von Sam Peters. Dass wir erst von jemand anderem erfahren mussten. Ich kenne doch diese Stimme. Dann sollt ihr nach Gig Click Sam Peters für mich hast suchen. Du zur Familie gehört. Wie konnten wir uns nur so hier täuschen? Jemand anderer erzählt euch etwas und ihr glaubt es einfach. Ihr lest etwas in der Zeitung und denkt, dass darin die Wahrheit berichtet wird. Nennst du das Freundschaft?
Wir konnten es ja auch nicht glauben, aber als mein Onkel mit dir darüber reden wollte, hast du ihn einfach stehen lassen, anstatt alles zu erklären. Ja, den klingt genauso zickig wie Sam Peters. Acht chinesische Arbeiter sind an diesem Abend erschossen worden. Was hätten wir denn deiner Meinung nach glauben sollen? Du hast ja geschwiegen. Weil ihr euch längst ein Urteil gebildet hattet. Dein Onkel packte seinen Kram zusammen und ist nie wieder zur Arbeit erschienen. Und wieso hast du dich nicht mit ihm ausgesprochen? Das sind alles nur Ausreden. Entweder gab es nichts zu erklären oder wir waren es dir nicht wert. Kinder, das stimmt nicht. Und wie konntet ihr mir nur zutrauen, ein Massaker zu befehlen? Ihr habt mich doch gekannt. Das dachte ich zumindest. Ich dachte auch, dass wir über alles reden und uns alles erzählen können. Über diese Sache kann ich aber nicht reden. Weshalb bist du dann hier? Ich wollte gerne um etwas bitten. Warum? Um die Aufzeichnung in seiner Tibet-Expedition. Das ist der einzige Grund? Ja. Ich verstehe. Wofür brauchst du die Aufzeichnungen? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Oh Mann. So, das kannst du mir also auch nicht sagen. Was denkst du dir eigentlich, Fenton Paddock? Du Paddock. Kim, bitte. Geh weg, ich bin erst 16. Ach ja? Dann erklär mir weshalb. Wenn ich dir vertrauen soll, dann vertrau du mir auch oder geh mir aus den Augen. Oha. Kim, ich will nicht, dass du in Schwierigkeiten gerätst. Oh. Wow. Bam. Hallo, Schätzchen. Oh, hallo. Oh, nein, Skorpion. Oh, wir kennen uns. Schätzchen? Sind Sie eigentlich noch ganz klar im Kopf? Halt die Klappe und hör mir genau zu. Genau. Ich will die Karten haben, die der alte Buang auf seiner Tibet-Reise gezeichnet hat. Ja, das wäre wieder ein Teil von mir. Welche Karten? Mein Onkel war nie in Tibet. Sicher? Verschwende nicht meine Zeit, Mädchen. Sonst werde ich ungemütlich. Ich will alle Aufzeichnungen, die er aus Tibet mitgebracht hat. Ah, das ist klar. Das muss ich dich auf meine ganz spezielle Art motivieren. Opa. Nun mach schon, gib sie mir. Ei. Oha. Bam. 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 Wow. Alles in Ordnung? Ja. Wer ist das? Motor, Chef einer Triade. Hier, nimm seine Pistole und behalte ihn im Auge. Ich schau mal kurz raus. Wo er ist, sind seine Schergen meist nicht weit. So. Ja, dann geh mal gucken. Dachte ich mir doch, zwei von denen bewachen den Vordereingang. Wie ich vermutet habe, vor der Tür stehen noch zwei von denen. Warum will denn plötzlich jeder diese Karten? Hier. Wie bitte? Kurz bevor mein Onkel starb, tauchte Richard hier auf, dann du und jetzt diese Typen. Ich will wissen, was hier los ist. What the fuck ist Richard? Entschuldigung. Ja, das ist den wir jetzt suchen sollen eigentlich. Und hat Richard die Karten mitgenommen? Nein, Onkel Wang hat den Kopien gemacht. Dann sind die Originale also noch hier. Mein Onkel hat mir noch kurz vor seinem Tod gesagt, dass ich gut darauf aufpassen soll. Okay, ich werde dir später alles erklären. Aber jetzt müssen wir hier schleunigst verschwinden. Ab sofort sind die hinter uns her. Und meiner Erfahrung nach ist mit denen nicht zu spaßen. Was ist denn an den Karten so besonders? Keine Ahnung. Und das soll ich dir glauben? Das solltest du, ja. Du wirst es mir also erklären? Ja, versprochen. Ich erkläre dir alles. Ja. Und jetzt? Wir müssen einen anderen Weg aus dem Haus finden. Gibt's hier einen Hinterausgang? Nicht, dass ich wüsste. Ich war aber auch nur ein paar Mal hier und kenne mich im Haus nicht besonders gut aus. Hey, wohnt ihr da? Keine Sorge. Hab ich auch gedacht jetzt. Aber irgendwie kommen wir hier raus, ohne dass die Typen uns sehen. Na gut. Ja, wir müssen schleunigst hier weg. Was haben wir denn hier so? Zeitung. Das Gesicht einfach verstecken. Wir sind schon ein paar Wochen alt. Außerdem bin ich nicht zum Zeitunglesen hier. Ach, echt? Na gut. Kleiderbügel. Kleiderbügel sind bestimmt praktisch. Sprüche. Über Vergangenes mach dir keine Sorgen. Dem Kommenden wende dich zu. Vielleicht sollte ich das beherzigen. Ah, so ein paar Glückskeks-Sprüche hier. Ein Ziel ist nie zu hoch. Man steht nur zu tief. Na gut. Aha. Die Karten, die ich suche, hat Kim bereits bei sich. Ach so. Ich sollte daher keine Zeit verschwenden. Ja gut, das ist ja dann schon mal praktisch, wenn sie die schon hat. So. Gucken wir mal, was hier so geht. Noch ein Glückskeksspruch. Was man mühelos erreicht, sehr große Glückskeks. Ist gewöhnlich nicht der Mühe wert, erreicht zu werden. Glücks. Ich sehe nichts, was uns bei unserer Flucht helfen könnte. Eine Glückskeks. Das wäre jetzt eine Marktidee. Oh ja. Türkische Pizza. Boah, wir haben eine Marktlücke entdeckt. Ich muss vorsichtig sein. Sie dürfen mich nicht sehen. Achso. Hallo. Sie lassen mich mit sich reden. Diese Erfahrung habe ich heute ja schon gemacht. Na gut. Er hängt sehr weit vorn. Wenn ich mich über die Brüstung lehne, könnten mich die Triadentypen bemerken. Okay, aber wir haben ja hier dieses Bambusstückchen. Genau. Der Bambusstab ist zwar lang genug, um den Lampion abzuhängen, aber ich befürchte, dass der mir an dem glatten Stab abrutschen würde. Okay, dann müssen wir uns das basteln. Wahrscheinlich mit dem Kleiderbügel.
Druiden. Der Kleiderbügel passt exakt in den Hohlraum des Bambusstabs. Sehr praktisch. Hat Programmierer so gemacht. Ja, genau. Dann machen wir das. Das sollte klappen. Ich muss aber trotzdem vorsichtig sein. Okay, finden Sie vorsichtig. Finden! Oh nein, sei vorsichtig! Okay. Was? Achso. Hat er. Ich dachte, wir wollten das runter schubsen. Nee, der wollte ihn wahrscheinlich mitnehmen. Ja, haben wir mitgenommen. Im Lampignon brennt eine Kerze. Wunderbar romantisch. Okay. Jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt suchen wir uns einen Hinterausgang. Ah, okay, das ist, damit man nach hinten sehen kann, quasi. Ja, da ist nämlich ziemlich dunkel. Oh, ein Nagel. Ich kann ihn nicht herausziehen. Okay, aber vielleicht können wir da die Laterne dran hängen. Ah. Hey, das ist ja ein Fenster. Ah, oh. Wow. Und ein Regal. Dieser Kram hier hilft mir leider nicht weiter. Schade. Ich sollte erst Kim holen und mit ihr gemeinsam von hier verschwinden. Oh, Kleinigkeiten. Na gut. Kim, Baby. Komm mit. Kim, ich habe draußen im Korridor ein Fenster gefunden. Lass uns von hier verschwinden. Das ist ihr nie aufgefallen? Jeden Moment wieder zu sich kommen. Mann, das dauert. Der Boss müsste doch längst wieder da sein. Soll ich mal nachschauen, was da los ist? Nein, der Boss hat gesagt, dass wir hier warten sollen. Und Befehl ist Befehl, oder willst du dich mit Muntong anlegen? Da ist er doch. Warum hat das so lange gedauert, Boss? Hast du dich noch zum Tee einladen lassen? Halt's Maul! Das Mädchen war nicht allein. Der Pedro war bei ihr und hat ihr geholfen. Der Pedro war bei ihr, oh nein! Nein! Hello? Ruf mal den Kopf. Ich dachte nicht, aber schon die Fische. Falsch gedacht. Los jetzt, durchsucht die umliegenden Gassen und gebt den anderen Bescheid. Die können noch nicht weit sein. Diesmal zerquetsche ich diesen Pedro wie eine Laus. Oh. Okay. Na gut. Oh, halt, warte. Ich will erst schauen, ob die Luft rein ist. Was hast du jetzt vor, Fenton? Wir müssen zum Flughafen. In meinem Büro sind wir erstmal sicher. Nimm doch mal diesen Truck hier. Ja, genau. Wo schon der Motor läuft und so. Wir haben sie gefunden! Oh nein! Ei! Action Scene! Aber das war ja schon bei Geheimakten voll die Action. Ja. Ja. Fahr los, ich bin dann auf die Ladefläche. Was ist mit dir? Ich bin Hauptdarsteller. Sonst wäre das Spiel vorbei. Drö, abspannen. Ja, genau. Huch! Oh! Oh! Ah, oh! Ich sollte versuchen, irgendwie auf den Truck zu kommen. Ja, gute Idee. Ich kann die Ladefläche so nicht erreichen. Achso. Okay. Ja! Ah, okay. Ah, brennt ab, oder nicht? Ich Gas. Glaube erstmal. Fahr schneller! Weil sonst kommt der ja unter die Räder. Ah, okay. Oh, oh. Abbremsen! Okay, wie du willst! Oh oh. Hui, achso, ja. Oh, wow, sehen wir ja badass. Ja, total. Ist das in Ordnung? Ja, der macht halt alle seine Stunts selber. Ja, genau. Da kannst du die Boxen wegschmeißen, genau. Leicht, ja. Bleib auf dieser Straße! Ich versuche, die Typen loszuwerden! Sie ist verschlossen. So. Die Kiste sind frei. Ah, das ist gut. Die Plane ist fest verschlungen. Ich kann sie nicht wegziehen. Ja, das ist die Scherbe liegt zu weit vorne. Die Kippen knallen mich ab, wenn ich versuche, sie zu holen. Okay. Na, genau. Ja, damit könnte ich die Scherbe zu mir herziehen. Mach das mal. Praktisch so ein Bambusstab-Kleiderbügel. Ja. Ja. Oh, hoppla. Montron hat mich nur knapp verfehlt. Dafür aber den Bambusstabblatt in der Mitte durchschossen. Okay. Haben wir den noch benutzt? Zum Glück ist der Bambusstab immer noch lang genug für den weiteren Versuch. Juhu! Okay. Jetzt haben wir die Schärfe. Damit machen wir die Plane irgendwas oder so. Abdeckung. Ja. Und dann? Ich konnte ein kleines Stück der Plane abschneiden. Achso, okay. Ich will den Fetzen nicht mehr abschneiden. Also, was machen wir jetzt damit? Gute Idee.
Wenn ich den Fetzen in die Holzsplitte wickle, kann ich mich nicht mehr daran verletzen. Dann. Jetzt bekomme ich die Kiste nicht auf. Achso, man kann auch das Kinn wechseln. Wow, okay. Also, vielleicht muss man ihr irgendwas. Da muss er eher. Hier hängt ein Schlüssel. Vielleicht von der Kiste. Wow. Ja, genau so. Ja. Ich habe nichts in der Hand, was ich Fenton geben kann. Okay. Ohne, sprachlos. Ja. Fenton! Oh, schade. Oh. Okay, damit geht die Kiste schon mal auf. Sehr schön. Ich nehme die Feuerraketen raus. Yeah. Und sie gibt dir dann ein Feuerzeug. Ja, ne? Genau. Dann er ist viel zu schwer, um ihn zu bewegen. Nee, okay, aber wir können da die Raketen reinstopfen, bestimmt. Tatsächlich, macht er. Die Raketen passen perfekt in die Kammeröffnungen des Mikrofons. Ja, natürlich passen die perfekt. Ja, okay. Und dann, ach so, genau, und dann geben wir das der Kim, dann kann die das anzünden. Kim fragt sich, warum schmeißt du mir das hier rein? Der Schlafkatzen hat sich entzündet. Sehr gut, jetzt haben wir eine Fackel. Ja. Ja, Kokel. Okay. Gut, verstehen wir uns super. Ja. Feuerfrei. Ja. Yeah. Bam, 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 bam. Hui! Wunderbar, Feuerwerk! Trottel, siehst du nicht, dass sie uns entkommen? Oh, worauf wartest du? Los, gib Gas! Die Karre ist abgesoffen, Boss! Oh nein! Oh. Oh, schön. Hui! Ist denn schon Silvester? Verdammt! Haben wir erstmal abgehängt. Wunderbar. Aber lang dürfte es nicht dauern, bis sie uns finden. Dann solltest du mir schleunigst einige Antworten geben. Was ist hier los? Kim, du musst aus Hongkong verschwinden. Die Tong-Triade wird alles daran setzen, die Aufzeichnungen deines Onkels in die Hände zu bekommen. Und warum? Das weiß ich selbst noch nicht. Aber du musst mir vertrauen. Dir vertrauen? Wie stellst du dir das vor? Du hast dich über ein Jahr lang nicht blicken lassen. Dann stehst du plötzlich vor mir und tust, als sei nichts gewesen? Vergiss das bitte mal für einen Moment, Kim. Du bist dir nicht mehr sicher. Und wohin soll ich deiner Meinung nach? Ich kann mich nicht einfach in Luft auflösen. Komm doch mit! Keine Angst. Klar. Mein Flugzeug ist startklar. Wir können sofort aufbrechen. Mit dem Flugzeug? Wohin? Auf nach Tibet! Ich muss etwas erledigen und kann dich mitnehmen. Sag mal, bist du jetzt völlig verrückt geworden? Solange ich nicht weiß, was hier gespielt wird, gehe ich nirgendwo hin. Ich wärme dich auf. Keine Zeit für Diskussionen. Lass uns verschwinden. Wir sprechen später. Was denn? Ich kann nicht mitkommen. Was soll ich in Tibet? Es ist kalt im Tibet. Ach so. Ja. Verdammt, da kommen sie schon. Kim, entweder du steigst jetzt freiwillig ein, oder ich werfe dich in den Frachtraum. Aber dort ist es doch eisig kalt und ich habe überhaupt nichts dabei. Kein Pullover, noch nicht mal eine Zahnbürste. Ich gebe dir was von meinen Sachen. Die Pullover nehme ich gern, aber deine Zahnbürste kannst du behalten. Wie du willst. Jetzt aber los. Ja, los. Komm. Oh, das erinnert mich an etwas. Ah, ja. Wir haben nämlich diese wunderbare Schachtel. Und mit diesem 3D-Flugzeug. Hui. Siehst du, das ist nämlich genau das. Sind wir jetzt endlich in Sicherheit? Im Moment sieht es zumindest danach aus. Gut, hat mich sehr begeistert. Kannst du mir endlich deine Version der Geschichte erzählen? Also, was willst du wissen? Wo soll ich anfangen? Bist du schuld am Tod der Hafenarbeiter? Nein. Ich war der befehlshabende Offizier an diesem Abend. Die Situation drohte zu eskalieren. Die Arbeiter begannen handgreiflich zu werden, warfen mit Steinen. Darum wollten wir abrücken. Es sollte niemand zu Schaden kommen. Aber genau in dem Moment, als ich den Befehl zum Rückzug geben wollte, sah ich, wie Richard von einem Stein am Kopf getroffen wurde. Er ging zu Boden und einige der Hafenarbeiter stürzten sich auf ihn. Ich musste in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung treffen. Und statt den Befehl zum Rückzug zu geben, bin ich zu Richard gerannt. Ich hatte Angst, sie würden ihn lynchen. Dann geriet die Situation außer Kontrolle. Ein Teil meiner Einheit folgte mir und die Arbeiter dachten wohl, dass wir sie auseinandertreiben wollten. Also griffen sie uns an. Und was passierte dann? Einer meiner Jungs eröffnete plötzlich das Feuer. So etwas kann passieren, wenn man die Nerven verliert und die Befehle nicht klar genug sind. Andere haben sich von der Panik anstecken lassen und blind in die Menge geschossen.
Mein Befehl, das Feuer unverzüglich einzustellen, kam zu spät. 8 Menschen waren tot. Oh nein. Ich hätte Richard liegen lassen müssen. Was? 1 Leben gegen 8. Eine ganz simple Rechnung. Aber Richard... Nicht Leben nicht gegeneinander aufrechnen. Nett von dir. Willst du mich plötzlich verteidigen? Ich hätte wissen müssen, dass die Situation außer Kontrolle geraten würde. Außerdem war es ein Befehl. Wir sollten uns ja gerade deshalb zurückziehen, um zu verhindern, dass Menschen getötet werden. Finden, das ist so... Ich weiß auch nicht. Wenn du Richard nicht geholfen hättest, wäre er getötet worden und... Ich weiß. Ich bereue es ja auch nicht, Richard das Leben gerettet zu haben. Aber stolz kann ich nicht drauf sein. Jetzt suchen wir den schon wieder. Ihre Familien tut es mir sehr leid. Es war kein guter Tag in meinem Leben. Und ich muss seitdem die Konsequenzen tragen. Oh nein. Deine Entlassung aus der Armee? Ja, unter anderem. Aber wenn es so ist, wie du sagst, dann war das Ganze doch eher sowas wie ein Unfall. Hat es denn keine Rolle gespielt, dass du dem Sohn des Gouverneurs das Leben gerettet hast? Richard sollte aus der ganzen Sache herausgehalten werden. Er ist der Sohn des Gouverneurs. Man weiß nie, was die Leute aus so einer Geschichte machen. Lord Weston hat all seine Beziehungen spielen lassen, damit mir wenigstens Militärgericht und Gefängnis erspart blieben. Letztendlich verdanke ich ihm in dieser Sache eine ganze Menge. Meinen Kopf wollten andere Rollen sehen. Das Empire musste die chinesische Bevölkerung schließlich irgendwie beruhigen. Es gab ja ständig neue Ausschreitungen nach diesem Vorfall. Also entließ man den Verantwortlichen unehrenhaft aus den Diensten seiner Majestät. Und ich akzeptierte es. Trotz der Umstände war ich ja nicht wirklich schuldlos. Richard wurde kurze Zeit später zusammen mit unserer Einheit nach Nordindien verlegt. Seitdem haben wir uns kaum noch gesehen. Traurige Liebesgeschichte. Ja? Warum hast du es uns nicht erzählt? Oh nein. Dachtest du, wir glauben dir nicht? Vielleicht hätte ihr mir geglaubt. Aber? Es waren muss eure ich was Landsleute, machen, die erschossen wurden. Ich hatte wohl Angst, es würde die bis dahin unbelastete Beziehung zu euch zerstören. Ja. Du hast meinem Onkel gefehlt und... Und? Mir auch. Ach, nichts. Ach, nein. Weißt du lieber noch, warum wir unterwegs nach Tibet sind? Neugier kann gefährlich sein. Ja. Noch gefährlicher als die letzten Stunden? Geht das? Außerdem hast du es mir versprochen. Ist ja schon gut. Ach so. Nun braucht Richard wieder meine Hilfe. Ironie des Schicksals. Ironie. Er ist während einer Expedition verschwunden. Seit Wochen fehlt jede Spur von ihm und seinen Männern. Hm. Richards Mission ist allerdings streng geheim. Streng und deshalb geheim. Hatte Lord Weston wohl keine andere Wahl, als mich inoffiziell um Hilfe zu bitten. Natürlich weiß er, dass ich Richard niemals im Stich lassen würde. Was hat das alles mit den Karten meines Onkels zu tun? Richard hat damit offensichtlich seine Route geplant. Deshalb hoffe ich, ihn mit Hilfe der Karten zu finden. Und die Triaden, suchen die auch nach Richard? Glaube ich eigentlich nicht. Aber dass sie sich gerade jetzt für die Karten interessieren, ist sehr merkwürdig. Und vielleicht hängt ja beides doch irgendwie zusammen. Mysteriös. Und was willst du jetzt tun? Mächtig verdächtig. Wir sind bereits ganz in der Nähe des Ortes, an dem ich meine Suche beginnen will. Ich setze dich vorher in Patang ab. Dort gibt's ganz brauchbare Herbergen. Ich bin wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen unterwegs. Es ist Winteranfang und die meisten Pässe werden dann unpassierbar sein. Falls ich Richard bis dahin nicht gefunden habe... Moment mal, ich hab mich wohl verhört. Was heißt, du setzt mich in Pauwang ab? Katang. Katang. Wie auch immer, aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich werde doch nicht in Frage. Hör mit dazu, Frau Weib. Schön. Was schlägst du vor? Willst du mich etwa begleiten? Du bist auf eine solche Expedition doch überhaupt nicht vorbereitet. Das habe ich auch nicht gemeint. Ich will nur nicht in irgendeinem Bergdorf zurückgelassen werden. Es wird doch sicher eine größere Stadt auf unserer Route geben. Nein, wir reden hier von Tibet. Da käme höchstens Lhasa in Frage. Aber das ist ein zu großer Umweg. Du bleibst in Katang, bis ich zurückkomme. So ist das. Entschuldige mal, vielleicht hast du es ja noch nicht bemerkt, aber seit unserer letzten Begegnung ist einige Zeit vergangen. Ich bin kein kleines Mädchen mehr, das du herumkommandieren kannst. Ja, was willst du denn tun? Aber ich möchte dich nicht noch tiefer mit in die Sache reinziehen. Als ich Richard das letzte Mal helfen wollte, sind Menschen zu Schaden gekommen. Das soll sich nicht wiederholen, verstehst du? Es ist wirklich am besten so. Na toll. Und worauf vertreibe ich mir dann in diesem Nest so lange die Zeit? Soll ich vielleicht Jacks hüten? Spätestens jetzt weiß man, dass es Sam Peters Stimme ist. Dann sitze ich dort vielleicht ewig fest, falls sich nicht mal wieder zufällig so ein blöder Buschpilot in diesen Winkel der Welt verirrt. Kim, runter! Oh nein! Oh nein! Wir werden angegriffen. Ah, die Nazis. Bestimmt. Hat der gerade oh nein. Ja. Der hat auf uns geschossen. Was hat der denn hier in Tibet zu suchen? Tja. Ist mir völlig egal, der hat auf uns geschossen. Du musst zurückschießen. Was? Mitten. In meinem normalen Leben liefere ich Eissäcke nach Kathmandu. Schmeiß Reis. Das ist Mann. Das heißt, dass wir uns überhaupt nicht wehren können. Das habe ich nicht gesagt. Das schaffe ich nicht. Ich gehe nach hinten und kümmere mich um den Kollegen. Oh.
Okay. Noch schön finden. Dann lass dir mal was einfallen. Aber bevor wir das tun, kleiner... Speichern wir. Und sehen uns in der nächsten Folge. Kleiner Cliffhanger, wa? Hahaha.